Ich lasse mir heute Würgeschlangen um meinen Hals würgen. Denn ihr habt euch nach dem Spinnenvideo gewünscht, dass ich Koda erneut besuche und mich einer meiner größten Angst stelle, und zwar Schlangen. Also bin ich dafür von Berlin nach Essen gefahren, um hoffentlich die letzte Hürde zu überwinden, um irgendwann in den Dschungel von Amazonas zu können. Bro, du bist ja jetzt hier. Ich habe was Kleines für dich vorbereitet. Also ich verbinde jetzt deine Augen und es geht direkt los. Ach, Leute. Double Bandana. Oh Leute, warum wolltet ihr, dass ich hier was drehe? Bitte, was habe ich dir im Spielvideo angetan? Was muss ich machen? Die ist halt riesig, also mach deine Hände mal auf. Aber wie, ganz kurz, irgendwelche Instructions, ich weiß noch gar nichts, wie ich mich verhalten soll. Einfach Augen zu und durch. Also einfach ruhig einfach oder? Chillen. Oh, bitte, können wir das irgendwie anders starten? Und lass sie nicht fallen, die ist halt echt sehr, sehr okay, schwer. Okay, pass auf, okay, warte, warte. Junge, oh mein Gott. Das ist meine größte Schlange, die ich habe. Hä, fahr du mich da gerade. Oh mein. Wow, Alter, ist die schön. Oh, pass auf, muss mich machen. Du kannst sie einfach nehmen. Ah, wo gehst du hin? Das ist eine Eierschlange. Alter, ist die schön. Ah, da wollte sie mich gerade schon beißen. Nein, da kann gar nicht passieren. Wow. Boah, das ist viel schwieriger wie mit der Schlange. Das ist Das ist viel schwieriger, weil die so sich in alle möglichen Richtungen kräuselt und nicht so ruhig und einfach stehen bleibt, sondern sich durchgehend bewegt. Keine Angst vor Schlangen, aber vor Spinnen, die verstehe ich nicht. Weil Schlangen sind auf jeden Fall... Ich habe viel mehr Angst vor Schlangen. Ey, ich glaube, heute wird es echt nochmal deutlich herausfordernder für mich wie beim letzten Mal. Boah, das ist wirklich jetzt Schocktherapie um 20, wenn man die jetzt so anschaut. So, jetzt erstmal kurz durchatmen, dann gleich geht's schon zur nächsten größeren Schlange. Deswegen kommen wir zuerst einmal zu einem Faktencheck über Schlangen und dieses Mal ein bisschen informativer wie normalerweise. Schlangen sind kaltblütige Reptilien, die keine Ohren haben, sondern über ihren Kiefer hören und mit ihrer Zunge riechen. Es gibt sogar Schlangen mit zwei Köpfen. Diese haben einen Geneffekt und haben allerdings in der reellen Welt nur eine geringe Überlebenschance, da beide die Beute haben wollen. Allgemein unterscheidet man aber zwischen Gift- und Würgeschlangen. Tatsächlich sind unter allen Arten aber nur 20% giftig und trotzdem kann ein Gramm einer Kobra 150 Menschen töten. Und das bisher größte Exemplar soll 1959 im Kongo gesichtet worden sein. Laut einem renommierten belgischen Colonel und seinem Co-Piloten soll es eine fast 15 Meter lange Python gewesen sein, die beim näheren Heranfliegen sogar versucht hat, den Helikopter anzugreifen. So, jetzt haben wir einiges über Schlangen gelernt, deswegen ist meine Angst aber immer noch da. Wir machen das wieder wie beim Spinnenvideo. Wir haben verschiedene Stufen, insgesamt 5. Und vielleicht sogar, meinst du, die kann oberkörperfrei auf mir? Noch nicht ausprobiert, also weiß ich selber nicht, wie sich das anfühlt. Also das erwartet euch ganz am Ende, aber wir steigern uns jetzt erstmal von klein nach groß. Das gerade war die erste Stufe, oder? Ja, das war die Babystufe. Das war die Babystufe. Ja, das ist wenn schon das ein gewaltiger Unterschied. Gewaltiger jetzt. Unterschied? Ja. Wie verhalte ich mich, dass sie mich nicht beißen? Also wichtig ist, dass du keine hektische Bewegung machst. Also nicht so, okay. Was sie gar nicht mögen ist, wenn man den Kopf stößt. Okay, und das sind auch eher Würgeschlangen, ne? Ja, genau. Giftschlangen habe ich gar nicht. Okay. Da habe ich mich jetzt noch nicht rangetraut, um ehrlich zu sein. Ja. Hat das Herz, wurdest du schon mal gebissen von der Schlange? Ja. Tatsächlich, genau. Genau von der? Genau da, wo wir jetzt sind. Also von der hier wurde ich gebissen, von Tiger. Ich muss aber ehrlich sagen, das war komplett meine eigene Schuld. Ich habe Tiger gerade gefüttert. Er hat gerade die Maus verschlungen. Und dann kam ich auf die wunderbare Idee, unter sein Köpfchen da so zu streicheln. Und dann hat er halt so, zack, in meine Hand gebissen. Vom Schmerz her war das schon echt nicht angenehm, aber es ist auszuhalten. Oh, die Katze hat mehr Bock auf die Schlange wie ich. Das ist eine Python Regius, also eine Königspython. Okay. Das, eine Königspython schon? Okay. Genau. Die wird jetzt nicht viel größer, die werden höchstens 2 Meter groß, aber sind halt mit eines der liebsten Schlangen. Also wenn die sich bedroht fühlen, dann machen die sich eher so zu so einem Ball. Wie gibst du mir die? Ich pack einfach den Ball auf deiner Hand. Ich stelle mich mit euch echt zusammen noch Sachen, hätte ich in meinem Leben nicht gedacht, dass ich das mal machen werde. Aber Respekt, ich feiere das. Ja, ich feiere das auch. Du kannst sie auch erstmal berühren. Ja, das finde ich ganz gut. Wow. Die fühlt sich mega satisfying, also ist schon echt. Das stimmt. Sehr, sehr schön hier, fühl mal hier so innen am Bauch. Kann ich das? Ja, klar. Das ist echt schön. Wie chill ich sie einfach. Aber was würde sie erwürgen? Also Mäuse und vielleicht, Mäuse. Vielleicht eine kleine Ratte auf jeden Fall. Und wie geht die davor? Die beißt da einmal rein und dann... Ja, die suchen sich eigentlich den Schwachpunkt, also den Nacken. Okay. Da beißen die rein das und dann sehen schlingen die sich. Das sehen die auch direkt? Ja, das haben die im Instinkt, also das spüren die. Warum machen die das mit der Zunge? Also die können mit der Zunge in Anführungsstrichen riechen, ne? Das ist ja schon fast wie Sehen für die, würde ich sagen, weil damit nehmen die halt so viel wahr. Die können direkt... Also die riecht mich eine kleine Veränderung, wittern. Ist das ihr Herz, was so pumpt? Das ist das Atmen. Ja. Das ist die atmet. Ach krass, man sieht hier richtig, wie die Schlange atmet. Boah, und ich bin dir so dankbar, ne, dass du dich nicht bewegst. Die nächste Stufe wäre eigentlich, dass ich dir Tiger auch noch mitgebe. Okay. Direkt. Direkt 2 oder? Ja.
Zwei auf eine Hand? Nein. Ja, doch, kannst du machen. Also ich wäre auch damit einverstanden, erstmal die andere kurz auf die Hand zu nehmen und dann vielleicht als Steigerung die zweite. Möchtest du mich hier alleine lassen mit der Schlange? Hier sieht man das, dass er in der Häutung ist. Ah, okay. Ja, aber Tiger, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe das Terrarium gerade sehr, sehr feucht gemacht. Der hat immer Probleme mit der Häutung. Was essen die? Essen die schon so eine komplette Maus? Ja. Die essen eine komplette Maus? Eine komplette Maus, zwei sogar. Zwei? Die schlucken das einmal einfach so runter und dann wird das verdaut, ne? Genau. Die sind eigentlich gleich alt, das ist das Weibchen, das ist das Männchen. Ach, okay. Und eigentlich müsste sie größer sein als er hier, aber irgendwie... Wie machen wir jetzt den Tausch? Also kann ich die hier hinlegen oder... Ja, die kannst du einfach. Das ist schon echt ein bisschen Human Stress Level, hier rechts eine Schlange zu haben, die sich kräuselt. Jetzt geht die Haut. Also bei ihnen, genau. Einfach auch einfach sehr ruhig bleiben, ne? Oh, okay. Aber er fühlt sich schon, man merkt schon, dass es direkt eine kräftigere Schlange ist. Ja, dieser kleine Unterschied macht eigentlich schon sehr viel aus. Ah, pass auf, pass auf, pass auf. Kannst du bitte rausnehmen? Ich kann die ganz schnell wieder rausnehmen, das ist kein Problem. Woher kommt das? Weißt du das, warum Schlangen Menschen angreifen sollten? Oder ist es dann eher, wenn die sich bedroht fühlen? Im Prinzip, also eine Schlangenmutter, also die würde auf jeden Fall angreifen, wenn du zu nah ans Nest gehst. Die erste Angst vor Schlangen, ich meine, die sind auch sehr klein und ich merke, dass sie sehr, sehr friedlich sind. Die ist auf jeden Fall schon mal over. Jetzt sie einmal um den Hals hat. Warum eigentlich nicht? Ja. Das ist eigentlich wie eine Massage. Ja, ich möchte irgendwie gar nicht runterschauen. Wann würde sie jetzt anfangen, mich zu würgen? Also eher, weil sie mich als Beute Menschen sieht? Würde oder? Die gar nicht würgen. Die wird gar nicht jetzt anfangen. Wenn die dich fressen wollte. Ach so, okay. Möchtest du mich fressen? Sie ist jetzt in einer Kapuze. Oh, kannst du bitte sie aus der Kapuze rausziehen? Okay, wollen wir die mal zurück zu seiner Frau bringen? Mich würde es mega interessieren, wie die sich paaren tatsächlich. Ich möchte die Frage noch so ein bisschen nach hinten schieben, dass wir nicht am Anfang alle spannenden Fragen hinter uns haben. Okay. Aber wenn ihr Fragen allgemein habt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Welche Schlange erwartet mich auf Stufe 3? Also jetzt erwartet dich eine Schlange mit 8 Beinen und eine Wiederbegegnung. Denn jetzt testen wir erstmal, ob der Boy wirklich keine Angst mehr vor Spinnen hat. Indem wir ihn, ich würde sagen, Shadow einfach mal auf die Hand setzen. Shadow? Ja. Echt Shadow? Irgendwie gibt mir das richtig Flashbacks und ich muss sagen, ich freue mich jetzt auch irgendwie voll drauf. Okay, ich muss sagen, ein bisschen Respekt habe ich schon. Aber ich muss sagen, es ist wirklich so, dass ich mittlerweile diese Tiere echt, das heißt süß, aber auf jeden Fall angenehm finde. Pfötchen? Ja, Pfötchen. Was ist das für ein Gefühl für dich? Jetzt ist halt gerade schon wieder so echt eine riesen Spinne, die auf meiner Hand ist und ich muss schauen, dass ich jetzt nicht irgendwie übermütig werde. Er ist schon echt ein Süßer. Aber um Spinnen geht's ja nicht, deshalb... Du hast aber auch so Skorpione und so hast du hier, oder? Einen Skorpion. Einen Skorpion? Ja. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob wir auch noch was mit Insekten machen sollen. Dann bin ich komplett dschungelsicher. Ja, die nächste Schlange gehört tatsächlich gar nicht mir. Wow. Aber das ist eine Okay, Boa. Krass. Wow, die hat ein mega schönes... Von der Farbe her ist sie mega schön und guck mal hier, die hat so ein... Siehst du das Regenbogen? Wow. Schlangen können halt so schön sein, ne? Wie viel Kraft die hat. Die hat mich einfach... Alter. Und das ist auch eine Baumschlange. Nervosität ist wieder von vorne da. Oh, wow, 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 ja, okay. Ja, aber solange ich den Kopf habe, kann da auch eigentlich nichts passieren. Ah, sie wirkt sich jetzt um mein Finger. Das ist echt bedrohlich, ne? Perfekter Snack jetzt. Ja, ich werde schon wieder wärmer. Wobei ich auch schon die sehr, sehr großen Schlangen vorhin entdeckt habe. Da habe ich echt ein bisschen Respekt vor. Das sind jetzt schon Endgegner so. Ja. Muss ich mental ready machen für die Endgegner. Boah, die sind groß, Leute. Die sind groß. Und die haben dann auch schon größere Zähne. Also wenn die einen beißen, ist das nicht so. Ah, okay. Wie groß sind so die Zähne? Ja, so. Okay. Jetzt auch nicht so. Boah, das ist dann schon ganz schön tief, ne? Boah, die große sieht safe aus, als könnte die mich erwürgen. Die hätten wir dann Carlos. Weil da kann ich jetzt schlecht den hier machen. Ja. Sondern die müsste ich wahrscheinlich schon direkt... Du packst sie hier einfach. Also wo packe ich sie erst zuerst hier einfach oben? Da, genau. Boah, hat die viel Kraft. Sie ist schon ein bisschen sassy, so denkst du, was mache ich hier eigentlich? Ja, aber der ist der Unscheinbare, also der ist scheu und lieb. Gerade ist sie meinen Arm am Einwürgen. Darf ich sie mal um meinen Hals? Geht das bei ihr, oder? Ja, hiermit kröne ich sie zum Schlangenlord. Die ist sehr kalt, ne? Die ist sehr, sehr kalt. Ja. Okay, aber... Echt süße Schlange. Ich fühle mich echt wohl. Also die haben mich nicht so... Ah, jetzt fühle ich mich wieder nicht so wohl. Wow. Also die ist vom Gewicht her schon ordentlich. Die andere geht jetzt spazieren. Ja. Und das hier merkt man schon echt richtig. Das ist schon ein richtiges Training, Ich meine hier mein Arm, also der wird hier so eingequetscht. Und wenn die Geschlechtsverkehr haben, legen die sich übereinander? Oder ist das einfach nur so, dass die... Genau, die verbinden diese... So wie bei Avatar, die verbinden sich. Nee, wirklich? Ja. Bei der, du darfst halt wirklich nicht fuchteln bei der. Okay. Weil das mag sie gar nicht. Also wirklich nur so ganz ruhig muss man sein. Ja. Ich hatte mal eine Zeit lang Angst vor ihr, muss ich ehrlich zugeben. Weil ein guter Freund von mir meinte, dass Boas
unberechenbar sind und ich muss da echt aufpassen. Aber inwiefern sind Boas unberechenbar? Ja, er meinte halt, dass die sehr oft beißen, normalerweise. Das ist jetzt ein bisschen komisch so, aber die ersten zwei Tage habe ich die in meinem Zimmer einfach gehabt. So, hier ist ja eigentlich warm, weil das Terrarium ist kaputt gegangen für sie. Das erste Terrarium, was ich hatte, ich bin aufgewacht. Und die Schlange lag im Bett. Und dann war die Angst auch weg, weil die hätte mich ja auch im Schlaf einfach fressen können. Ja, so wie mich gerade auch. Ich werde erstmal mich langsam rantasten, indem ich sie mal nur anfasse, ne? Alter! Gewicht. Hat die Kraft. Das merkt man richtig krass. Aber als ob die mit dieser Kraft, wenn die sich um den Hals schlingen würde, das würde schon eher gehen, oder? Du könntest da schon. Ich könnte schon eher. Boah. Das ist echt ganz schön fett. Ich bin ganz am Schwitzen, Leute. Ja, so, pack die mal hier. Da? Ja. Also das sind ja fast 8 Kilo oder wie viel ist das? 10 Kilo, 10 Kilo, sind Kilo ne? So, ja. Okay, kommen wir zum Finale. Ich habe echt viel überlegt, ob ich das jetzt machen soll. Ich glaube, das ist das Krasseste, was ich jemals mit Schlangen irgendwie machen kann. Ich glaube, wenn ich das gemacht habe und eine Schlange sehe, dann weiß ich, okay, die war schon so richtig fest in meinem Körper. So Leute, wenn ihr bis hierhin noch nicht geliked habt oder den Kanal abonniert habt, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr das tut. Wenn ihr bei den Drehs übrigens behind the scenes dabei sein wollt, wie jetzt zum Beispiel, ihr seht, wie das alles hinter der Kamera aussieht, dann folgt mir gerne auch auf Instagram, um immer behind the scenes mit dabei zu sein. Und jetzt geht's zur Challenge. Let's do it! Oh mein Gott. Ja. Also das ist, man merkt nicht, dass es eine Würgeschlange ist. Am besten stehst du eigentlich auf. Safe? Ja, und dann kann sie sich besser so schwimmen, dass sie sich auch festhält. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Oh mein Gott, sie ist gerade schon echt ganz schön mich am Würgen. Okay, bevor sie mich erwürgt, beenden wir besser das Video. Das heißt, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, was wir noch mit Cola machen sollen. Und schaut vor allem bei Cola vorbei. Und vielen Dank in dem Sinne fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.